Herzlich willkommen zur Review des Caveco Lilliput Fireblue bei Pinoblo. Der Lilliput ist eines der Urgesteine in der Füllerwelt und wird schon seit 1908 produziert. Zum Vergleich, das Meisterstück von Montblanc wurde erstmals in den 1920ern vorgestellt. Auch Caveco hat eine sehr, sehr lange Historie und baut bereits seit 1883 Füllfederhalter, damals noch als Heidelberger Federhalterfabrik. Während der Lilliput früher aus Hartgummi bestand, wird er heute in Edelstahl, Messing und Kupfer produziert. Der Lilliput Fireblue kommt in der Caveco-typischen Aluminiumschatulle, der man bereits ansieht, dass der Füller nicht besonders groß ist. Auch wenn man sich den Füller dann anschaut, dann merkt man zunächst, dass er seinem Namen tatsächlich alle Ehre macht. Er ist selbst deutlich kleiner als die kleinen Pelikan-Modelle, hier ein M400 Schildpattbraun. Insgesamt misst er 9,7 cm. Wenn man sich die Farbgebung im Detail anschaut, dann erkennt man hellblaue Eistöne bis hin zu violetten Reflexen. Man kann auch zwischen diesen Blautönen immer wieder interessante Vanille- und Kupfertöne durchschimmern sehen. Jedes Modell wird tatsächlich von Handtemperatur gebläut. Das bedeutet, dass jede Maserung ganz individuell ist, kein Schreibgerät gleich dem anderen. Und laut Caveco ändern die Modelle im Laufe der Zeit gegebenenfalls auch ihren Farbton, sodass sie ein gewisses Maß an Patina erhalten. Zu den allerwichtigsten Features gehört auf der Rückseite dieses Gewinde. Das sorgt nämlich dafür, dass man den Caveco Lilliput Fireblue ganz einfach verlängern kann. Und wenn man das gemacht hat, dann hat er tatsächlich auch schon die Größe von herkömmlichen Schreibgeräten und liegt tatsächlich dementsprechend gut in der Hand. Die Feder des Caveco Lilliput Fireblue ist aus Edelstahl. Sie ist in 5 verschiedenen Strichstärken erhältlich, nämlich in extra fein, fein, medium, breit und doppelbreit. Zur B-Feder kann man sagen, dass es sich um eine typische B-Feder handelt. Zudem handelt es sich um einen Patronenfüller, der mit handelsüblichen Patronen verwendet wird. Die Feder selbst ist edelstahltypisch relativ straff, schreibt aber trotzdem sehr, sehr weich und hat ein insgesamt super angenehmes Schreibgefühl. Kommen wir zum Fazit. Mit dem Caveco Lilliput Fireblue bekommst du viel Füller für wenig Geld. Er kostet gerade mal etwas über 100 Euro und ist für dich perfekt geeignet, wenn du eine farbliche Abwechslung in deiner Füllersammlung suchst oder wenn du einen Füller haben möchtest, der immer dabei sein kann. Ganz egal, ob du mit ihm verreisen willst oder ihn jeden Tag in der Hosentasche tragen willst. Da er Patronen nimmt, lässt sich auch unterwegs ganz, ganz einfach Tinte nachfüllen, ohne dass es zu Sauereien oder anderen Schwierigkeiten kommt.